Das war mein Circuit. Mit dem habe ich hier ein bisschen Musik gemacht. Hier ist, ich stelle mich mal hin und drehe mich mal um. Wir sind an der Burg Linn. Man sieht mich nicht, ich bin zu dunkel. Ja, ich drehe mich wieder um, dann sitze ich wieder in der Sonne, dann passt es wieder. Ich bin hier mit den Kindern ein bisschen unterwegs. Ein Vlog darf ja ruhig privat sein. Auch wenn es um Virtual Reality geht. Ich hoffe mal, das Teil hält. Das ist nämlich eigentlich nur ein Stativ. Ja, sieht doch gut aus. Die Kinder sind da hinten am Spielplatz. Da steht auch noch eine Burg aus Holz. Wir sind hier gerade ein bisschen spazieren gegangen und ich hatte in der vorigen Folge, glaube ich, darüber erzählt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, ich hätte euch darauf angesprochen, dass ich die nächsten Wochen ein bisschen viel zu tun habe. Das hat sich jetzt zum Glück so ein bisschen erledigt. Also ein Job hat abgesagt. Und ich nutze jetzt die Zeit, wo ich mir schon ein bisschen Platz gemacht habe und schon ein paar YouTube-Videos vorproduziert habe, um jetzt ein paar Vlogs zu produzieren. Das heißt, der hier, das ist der Vlog 3. 3? Ja. 2 ist schon fertig, der ist aber noch nicht online. Und ich glaube, mit dem Vlog 2 am Tag danach geht schon das Virtual Reality Special online, das ich morgen aufnehme. Das hier kommt also danach. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel über Virtual Reality sprechen. Wie gesagt, ich mache so ein Special mit allen Games, die vorgestellt worden sind, um so ein bisschen mal darauf vorzubereiten, auf was wir uns einstellen können. Und vor allen Dingen, worauf ich so ein bisschen geil bin. Ja, müssen wir mal schauen. Und ich will es auch nicht so lang machen, weil die Kinder haben gesagt, ich muss mit denen in den Sandkasten spielen. Außerdem wollen hier Leute hin zum Fotografieren, weil man von hier aus halt gut die Burg sehen kann. Ja. Jetzt so ein bisschen unscharf im Hintergrund ist. Ich mache ja noch ein paar Aufnahmen, die ich da vielleicht zwischenschneide. Mal gucken. Vielleicht schmeiße ich die auch weg. Kommt noch an, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, worüber wollte ich mit euch reden? Und zwar habe ich jetzt die Videoserien, die noch im Channel laufen. Also Tomb Raider, Diablo, zumindest Akt 2 und Papers, Please, habe ich fertig geschnitten, hochgeladen. Die sind alle schon auf YouTube und gehen nach und nach online. Weil nützt jetzt nichts, wenn ich euch 15 Videos da pro Serie reinknall. Das ist die Zeit, wo ich arbeiten bin. Geld verdienen. Yay. Danach, also Papers, Please ist die Serie, die als erstes ausläuft. Und da startet direkt im Anschluss auf dem gleichen Tagen, also montags und mittwochs, Firewatch. Die habe ich auch schon fertig. Die stehen noch nicht online. Die habe ich auch noch nicht geschnitten, aber das kriege ich zeitlich alles hin. Das mache ich am Montag. Und wie gesagt, die starten dann, wenn Papers, Please mit der Folge 14 zu Ende geht. Ja, ich bin irgendwie nur bis Tag 14 gekommen. Was da passiert ist, müsst ihr euch dann im Channel angucken. Ja, Firewatch. Und dann werde ich mal gucken, was ich als nächstes aufnehme. Ich habe 2 iOS-Spiele, die ich vielleicht noch dazwischen hau. Die sind recht kurz. Ein PC-Spiel. Vielleicht mal. Da kann ich halt nicht die High-End-Dinger nehmen, die so richtig Hammer-Grafik brauchen. Da muss ich erstmal gucken, ob das Spiel läuft. Ja. Das, was so Spiele im Channel angeht, erstmal. Ich werde noch einen Vlog aufnehmen, während ich schneide. Und da sage ich euch dann, was ich weiteres weiß. Bis dahin müssen wir mal gucken. Wie gesagt, mit diesem Virtual Reality Special, ich möchte halt gucken, also das geht Sonntag online, da wo ich sonst auch die Player 1 Tested Dinger habe. Und ich werde mal gucken, dass ich da immer irgendwas hinbekomme. Ich werde da keinen festen Platz machen für Tests, weil ich nicht immer irgendwelche Betas habe, wo ich testen möchte.
Und ich werde auch nicht immer Specials machen, weil mir irgendwas aus den Fingern saugen, das ist Quatsch. Jetzt mit den Spielen, das macht Sinn, weil das sind nicht gerade wenige. Und ich möchte, also ich werde die alle kurz vorstellen, worum es da geht und was ich davon halte und ob die potenziell was für mich wären. Bei den meisten Spielen weiß man halt nicht viel mehr als das, was man im Trailer sieht. Und ein bisschen, was Leute erzählen, die es mal angespielt haben. Da muss man mal gucken. Da muss man warten, bis da Versionen gibt, die wirklich getestet werden dürfen von der Presse. Dass da ein paar Leute sind, die da ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber ich habe da eine Liste von, also 30 Spiele sind das, glaube ich, ungefähr. Es sind ja 50 angekündigt als Starttermine. Als Startspiele für den Starttermin. Und bei manchen weiß man halt nur den Namen. Das bringt halt nichts, wenn es jetzt nicht gerade irgendwas ist, was jetzt einen Namen hat, wo man sich vorstellen kann, was es ist. Und da ist halt auch nur Spekulation. Das werde ich dann aber auch immer dabei sagen. 30 Spiele sind das. Ich habe die aufgeteilt auf zwei Folgen, weil ich halt da so ein bisschen Arbeit mit habe auch. Ich werde gucken, dass ich ein bisschen Videomaterial da reinschneide. Und dann hoffe ich mal, dass das Video online bleibt. Ich werde halt nur die offiziellen Trailer benutzen und mal von Fair Use ausgehen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, gibt es sowas nicht mehr. Ich hatte da schon mal ein paar Probleme mit auf dem Channel. Obwohl da was abgesprochen war, das war auch nichts Schlimmes. Also ich habe da keinen Strike oder so bekommen. Es ging halt einfach nur darum, dass die Nutzungsrechte dann doch anders waren, als es abgesprochen war. Und das auch nicht geändert werden konnte. Wenn ihr in den Channel guckt, ich habe Lucha Lucha. Das ist eine Wrestling-Serie gewesen. Die habe ich vor dem Let's Play-Zeugs gemacht. 4 oder 5 Folgen hatte ich schon fertig produziert. Ich glaube, eine ist noch online. Warum auch immer. Ich werde da nichts zu sagen, vielleicht bleibt ihr online. Müssen mal gucken, ob die noch im Channel drin sind, für euch ersichtlich. Die sind noch da, die Videos. Die sind nur freigeschaltet für USA und Mexiko, weil es halt eine mexikanische, also eine US-amerikanisch-mexikanische Wrestling-Liga ist. Und Fair Use gilt halt nur für da. Das heißt, mit so einem Geo-Blocker kann man das auch umgehen, wenn man da mal reinschauen will. Ich meine, das ist von der zweiten Staffel, sind das die ersten 5 Folgen oder so. Die sind jetzt auch schon ein bisschen was vorbei. Bringt also nicht mehr allzu viel, aber nur falls Interesse besteht, ja. Und deswegen bin ich so ein bisschen, was so Fremdmaterial, was ich nicht selbst produziert habe, angeht, ein bisschen vorsichtig. Das ist halt im Endeffekt, wo es bei mir darum geht. Ich bin da so ein bisschen gebranntes Kind, was Fremdinhalte angeht. Obwohl ich, wie gesagt, ich hatte das mit denen abgesprochen, auch was ich machen wollte, eigentlich recht genau skizziert. Das war auch alles okay. Das einzige Problem, was dann halt war, war halt dieses Region-Ding. Die sind halt irgendwie davon ausgegangen, dass ich eine deutsche Version, eine deutschsprachige Version, also ein deutschsprachiges Magazin machen möchte über Lucha Underground. Das ist halt die Wrestling-Liga von denen, diese Wrestling-Show. Und ich habe im Endeffekt, also die stellen immer einen Kampf online und so eine Zusammenfassung. Ich habe halt nur das Material benutzt, was die auch online stellen. Kein Fremdmaterial. Und es war auch so abgesprochen, ich mache Moderation, erkläre, was in den anderen Matches vorgekommen ist, moderiere quasi über das eine Match, was sie auch online stellen. Die haben dann einen perfekten Plan bekommen. Das Einzige, worüber wir beide nicht gesprochen haben, also sie und ich nicht, war halt, dass ich in Deutschland bin und das war's dann. Ich darf das weiter produzieren, das ist gar kein Problem. Die haben sich das auch angeguckt, fanden das gut, aber die können halt die Rechte nicht fürs Ausland dafür geben, die müssen es halt blocken, weil wegen Lizenzen hast du nicht gesehen. Ich sehe es gerade, ich bin hier so ein bisschen ausgebrannt. Die Sonne knallt ganz schön. Aber ist gut. Ja, wie gesagt, nächste Woche nehme ich nochmal einen Vlog auf. Das kann sein, dass ich dann wirklich in einem Büro sitze
auf einer Messe, wo ich halt zwei Interviews filme und schneide pro Tag. Und dass ich ja zwischendurch halt einfach nur mit dem iPad oder wie auch immer aufnehme. Vielleicht nehme ich die Kamera auch mit. Und danach geht es dann regelmäßig weiter. Und dann erzähle ich euch, was ich immer so mache. Jetzt mache ich erstmal arbeiten. Nee, erstmal gehe ich jetzt Kinder spielen. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das guckt. Ich werde mit Glockengeläut verabschiedet. Man sieht sich. Ich bin's, euer Player 1.